Wenn der Fotograf Manuel Fraundorf für einen Auftrag unterwegs ist, dann packt er außer seiner Kameraausrüstung auch eine Fernsteuerung ein. Denn Fraundorf und sein Mitarbeiter fliegen Drohnen, um Gebäude oder Landschaften aus der Luft zu filmen und zu fotografieren. Für die meisten Menschen sind diese unbemannten Flugroboter noch ein ungewohnter Anblick. Sie haben von Drohnen bisher nur als militärische Kampfmaschinen gehört, eingesetzt in den Krisengebieten von Pakistan oder Afghanistan. Doch längst loten Nutzer wie Fraundorf die zivilen Anwendungsmöglichkeiten der Technik im heimischen Luftraum aus. Also in erster Linie ist die Drohne und der Oktokopter in unserem Fall ein Hilfsmittel, um Bilder zu gestalten und aus schönen Perspektiven Fotos und Filmaufnahmen zu machen. Und somit ist die Drohne ein Vehikel für die Kamera. Die kleinen Flugroboter sind auch für die Forschung interessant. Informatiker Tim Landgraf entwickelt mit seinen Studenten intelligente Navigationssysteme. Das Vorbild der Forscher sind Bienen. Die Insekten orientieren sich selbstständig in ihrer Umwelt. Das soll irgendwann auch der selbstgebaute Neurocopter des Teams können. Landgraf weiß um das schlechte Image seines Experimentiergeräts und grenzt es daher bewusst von allem Militärischen ab. Wir sagen Copter dazu. Es ist ein Quadcopter, weil er vier Motoren oder Rotoren hat. Ganz allgemein spricht man von Multirotor- oder Multicopter-System. Drohnen verwenden wir allein schon deswegen nicht, weil wir uns nicht in diese militärische Ecke stellen wollen. Fliegende Paketcopter, wie sie der US-Versandhändler Amazon oder auch die Deutsche Post testen, wird es in absehbarer Zeit über deutschen Städten wohl nicht geben. Und auch der Pizzabote wird so schnell nicht durch einen fliegenden Roboter ersetzt. Die Copter kommen aber durchaus schon professionell zum Einsatz. Sie kontrollieren Überlandleitungen, Deiche oder Windparks. Landwirte lokalisieren in ihren Feldern Wildtiere mit der Hilfe von Drohnen. Die Roboter sollen außerdem schon bald in brennende Gebäude hineinfliegen oder Medikamente an schwer zugängliche Unfallorte transportieren. Einsteigerdrohnen kosten knapp 300 Euro. Das macht sie auch für Hobbyisten erschwinglich, die in ihrer Freizeit mit der Technik experimentieren. Welche Regeln dabei gelten, darüber machen sich nicht alle Piloten Gedanken. Der spielerische Aspekt des Einsatzes dieser Geräte ist natürlich groß. Und wer sich ein solches Gerät im Supermarkt kauft, der hat nicht Lust, sich vorher erstmal durchzuwühlen durch die Vorschriften. Die Vorschriften aber gibt es. Für leichte Drohnen unter 5 Kilo brauchen private Piloten zwar keine Flugerlaubnis, doch es gibt Vorgaben, etwa zur Flughöhe. Und eine Versicherung ist auch für Hobbyflieger Pflicht, denn der Pilot haftet, wenn die Drohne abstürzt oder Unfälle verursacht. Jeder Pilot, egal ob unbemannt oder bemannte Luftfahrt, muss sich darüber klar sein, dass er am Luftverkehr teilnimmt und dass es dort Regeln gibt, genau wie auf der Straße. Kommerzielle Nutzer wie der Fotograf Fraundorf müssen vor jedem Flug eine Menge Papierkram erledigen. Flüge über bewohntem Gebiet sind mit besonders vielen Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen verbunden. Also in der Stadt eine Drohne zu fliegen, ist immer ein besonderer Anspruch. Letztendlich sind wir für dieses Gerät verantwortlich, was in der Luft fliegt. Und müssen auch oft dem Auftraggeber sagen, das ist technisch machbar. Wir können natürlich alle Moves machen, die ihr haben wollt, aber das machen wir nicht. Die Vorstellung, dass Drohnen über unseren Köpfen schwirren, ist vielen Menschen unheimlich. Die kleinen Kopter sind quasi fliegende Augen, die alles sehen, alles aufzeichnen können. Videoaufnahmen aus privaten Gärten oder Wohnungen sind problemlos möglich, auch wenn sie illegal sind. Der Luftrechtsexperte Giemola appelliert deswegen an das Verantwortungsbewusstsein der Piloten. Wenn es nicht möglich ist, diese Probleme, die es gibt, in den Griff zu kriegen, wenn die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, das Verbot dieser Technik ist, dann ist das ein großer Schaden, der da angerichtet wird. Von solcherlei juristischem Klein-Klein lassen die Drohnen-Enthusiasten sich nicht bremsen. Sie sind überzeugt, die schwirrenden Kleinroboter sind nicht aufzuhalten. Also ich glaube schon, der Himmel wird irgendwann voller Drohnen sein, das glaube ich schon. Die Frage ist jetzt, wie lange dauert das? Drohnen haben als neuartige, vielfältig einsetzbare Maschinen großes Potenzial. Genau diese Unbestimmtheit macht vielen aber auch Angst. Sicher ist, schon jetzt betrifft die Drohnentechnologie nicht mehr nur weit entfernte Kriegsschauplätze. Sie ist im deutschen Vorgarten angekommen.